Jo, und herzlich willkommen auf Kanal Aldente. Und heute sind wir in Leipzig, bisschen vloggen mit Sui. Jo, was geht? Und wir gehen jetzt erstmal zum Musikladen und jo, ich nehme mich da einfach mal mit. So, wir sind jetzt in Leipzig, schon fast in der City, hinter uns ist der große Hauptbahnhof und ich würde sagen, den Platz hier kennen auch einige von Ben Lexer Videos. Ja, und wir gehen jetzt zum Musikhaus Korn, weil wir müssen einige Einkäufe tätigen. Und wir sind dann da irgendwo. Jo, wir sind jetzt hier raus, das Bild wird wieder ein bisschen heller so. Wir sind jetzt raus aus dem Laden, haben jetzt gekriegt, was wir wollten, Gitarrensaiten und Drumsticks. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zu Titus. Ich will noch ein paar Sticker für mein neues Longboard holen. Das werde ich vielleicht nachher nochmal zeigen oder zwischendurch jetzt mal einblenden. Denn heute Abend geht's noch mit ein paar Kumpels ein bisschen grillen an den Fluss. Und da will ich euch sicherlich auch mitnehmen, weil das ein recht gechillter Abend wird, denke ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der Innenstadt und bei Titus. Bis gleich. Jo, ganz kurz zur Umentscheidung. Wir gehen jetzt mal zu Megis, weil ich habe übelst Hunger. Und in Leipzig ist auch jetzt so ein Gothic-Festival, wie heißt das, du? WGT, das ist Rave-Gothic-Treffen. Genau, und darum laufen ja schon ziemlich coole Menschen rum. Und ja, vielleicht kriegst du auch noch irgendwas mit gefilmt. Wäre zumindest cool. Wir sind jetzt gerade im Hauptbahnhof und gucken, dass wir was zu essen kriegen. Jo, Freunde, wir haben uns jetzt umentschieden, zur KFC zu gehen, weil McDonald's noch Frühstücksmenü hatte. Und jetzt sind wir bei KFC, richtig cool, eine ganze Box genommen. Es ist nur KFC. Ja, es ist nur KFC, aber KFC ist cool, ja. Wenn McDonald's das hört, Alter, verkauft mal um 10 bitte Mittagsmenü, ich hab Hunger, ja. Und jo, dann würde ich sagen, wir essen jetzt erstmal. So, Jungs, wir sind jetzt fertig mit Essen und wir gehen jetzt noch zu Titus, ein bisschen Sticker kaufen und einfach mal ein bisschen rumgucken. Und ich denke mal, ich nehme mich dann erstmal jetzt in die Innenstadt, werde da noch ein bisschen mit filmen und dann gehen wir jetzt Titus und, oder in Titus und dann fahren wir nach Hause. Jo, dann bis gleich. Jo, wir sind jetzt in der Stadt mittendrin und sind auf dem Weg zu Titus immer noch. Und wir sind jetzt in Richtung Markt ungefähr und gucken, ob wir das jetzt. Wir können noch hingehen nach dem Titus. Ich denke mal, wir werden dann zum Markt gehen, weil wir von dort dann wieder nach Almo fahren. Und ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen mitnehmen und ein bisschen filmen. Hier ist jetzt der Markt im Hintergrund. Recht leer heute. So, und jetzt haben wir die Passage und da vorne ist theoretisch schon Titus. Jo, wir waren jetzt bei Titus und richtig geil von Titus, die haben mir kostenlose Sticker mitgegeben. Und die werde ich mir hinten auf mein Longboard draufkleben, weil ich da so ganz viele Sticker drauf haben will, wie es manche Leute auf ihren Koffer machen. Und jetzt ist die Frage, was wir noch machen. Ich denke mal, wir werden jetzt noch in die Höfe reingehen und ein bisschen rumchillen, oder? Können wir machen. Und vielleicht auch bei EMP gucken, ob die noch Sticker haben, weil ich werde so richtig viel drauf haben. Sticker, wenn schon. Ja, mal gucken. Das ist auch das, was ich bei der Gitarre dran habe, ne? Irgendwas werden wir schon organisiert kriegen. Und ja, wenn es irgendwas Erwähnendes gibt, werde ich euch das auf jeden Fall zeigen und euch mitnehmen. Und jo, dann bis gleich. Jo, Freunde, wir waren jetzt gerade bei EMP, im Hintergrund seht ihr es noch. Und die waren einfach mega freundlich, die haben uns auch Sticker geschenkt fürs Longboard. Und geile Beutel und irgendwie iPhone-Halterung mit Lautstärke, Verstärkung und allem möglichen. Richtig geil auf jeden Fall, danke nochmal an EMP dafür. Und jetzt gucken wir, dass wir noch irgendwie ein Bubble Tea ziehen und dann würde ich sagen, dass wir auch schon wieder Heme fahren. Dann guck mal, das ist ja Weihnachten. Das ist Oh, das ist einfach mega heftig, wie viele Gothic-Leute hier rumrennen.
hier alle im Hintergrund, das ist richtig nice auf jeden Fall. Und die sind einfach alle mega nett. Das sollte man sich nicht vom Aussehen irgendwie. Du darfst sogar fotografieren, ne? Die sind auch ja, das hier. Sind einfach die coolsten Leute hier in Leipzig, glaube ich, heute. Ist so. Jo. Also, Fotoscheu sind sie nicht, ne? Die sind gerade extra für angezogen, damit sie fotografiert werden wollen. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim Bubble Tea wiedersehen. Bis gleich, Jungs. Hey. Ja, der hat ja so mir gerade mein Bubble Tea geklaut. Das heißt, ich habe jetzt keinen mehr. Das ist auch nett, ne? Schurke. Ich traue niemals Asiaten. Und hier gibt's den übelsten Shit, ey. Junge. Jo, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir haben jetzt noch ein paar coole Leute hier in Leipzig getroffen. Und ja, es ist hier gerade die Rolltreppe, die man auch aus dem Alexa-Video kennt. Man glaubt es kaum, aber wir stehen selbst drauf. Und gleich kommt mein Zug, so wir noch in Leipzig. Ey, das ist ein Alexa. Ey, das ist ein Alexa. Hey, cool. Und die Mülltonne. Und ja, so geht heute noch. Gehst du heute eigentlich zu dem... Ich geh zum GT. Naja, zum GT. Also. Auf jeden Fall, Süd steht ja noch rum. Und ich werde heute Abend nochmal losfahren, da werde ich euch auch mitnehmen und nun das ganze filmen. Oh, jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal im Zug oder heute Abend. Und dann bis dann. Tschüss. So Jungs, wir sind jetzt wieder in Allenburg angekommen. Die Zugfahrt war mega entspannt. Es ist generell geil, die neue S-Bahn. Und ich fahre jetzt nach Hause und werde jetzt mal ein bisschen ausruhen. Und dann geht es heute Abend noch ans Wehranfluss. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns eigentlich dann schon nach dem nächsten Schnitt wieder dort. Und bis dann. Jo, Freunde, der Tag ist jetzt vorbei und ich konnte euch nicht so viel zeigen, weil einfach keine Gelegenheit da war zu filmen. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war so ein bisschen wie so ein Follow Me Around gestaltet. Aber wenn euch der gefallen hat, der Vlog, dann würde ich mich richtig über eine Bewertung freuen. Einfach einen Daumen nach oben geben oder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, weil ich mit dem ganzen Vlog noch nicht so ganz in einer Materie bin. Und darum würde ich mich freuen. Boah, da voll laut die Straße, ey. Und darum würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal so Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreibt, was ich besser machen soll. Was auch gut ist, würde mich natürlich auch freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde jetzt wieder öfters Videos machen. In letzter Zeit kam jetzt nicht so viel, weil ich einfach keine Lust hatte, wirklich Videos zu machen, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Minecraft habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.